Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Herrn Primar Dr. Werner Friedl ein Interview führen, für das ich mich gleich recht herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Ich habe gehört, Sie sind noch in der Psychiatrie tätig. Könnten Sie mir vielleicht darüber ein bisschen etwas erzählen? Mhm. Ja, ich bin als Psychiater tätig seit 30 Jahren und auf verschiedensten Plätzen. Also zum einen lange Zeit Krankenhauspsychiater in Graz, dann Vorstand einer Abteilung bei den Barmherzigen Brüdern mit Menschen, die Suchtproblematik hatten, vor allem jungen Menschen. Und jetzt als Sozialpsychiater in einigen Einrichtungen in der Steiermark, wo ich bemerken kann, und dass der soziale Kontext für viele Menschen krankmachend ist, die Krankheit perpetuierend ist und einfach zu wenig Unterstützung und auch Würde für diese Menschen besteht. Und das ist der ganze Weg, also wobei man schon ein bisschen differenzieren muss. Es gibt Psychiatrie und es gibt psychotherapeutische Medizin oder überhaupt Psychotherapie. Ich bin immer ein Psychiater gewesen, der den Schwerpunkt auf Psychotherapie hat und weniger auf die biologische Psychiatrie, die natürlich notwendig ist und die sehr hilfreich sein kann, aber sehr begrenzt einsetzbar ist. Herr Dr. Werner Friedl, haben Sie auch in Ihrem Leben eine Zeit gehabt, wo Sie viel verändert hat, vor allem auch in Ihrem Beruf? Gab es da mal Veränderungen? Gibt es Einschnitte, die Sie persönlich sehr geprägt haben? Die ersten Einschnitte waren dieser Befreiungsschrei. Ich war so 16, 17 Jahre alt, als diese sogenannte 68er Bewegung losging. Also relativ jung in meiner Entwicklung, vielleicht noch ein bisschen jünger. Und was ich mehr gespürt als gedacht habe, war, sich von etwas zu befreien. Und dieses Etwas musste erst einmal differenziert werden. Was ist das überhaupt? Es war ein Druck von außen. Es waren Normen und Regeln, die eng gemacht haben. Und so hat überhaupt diese Entwicklung begonnen. Und während des Studiums, das mir die Möglichkeit gegeben hat, einiges auszuprobieren, ein Geist, den es heute eigentlich wenig gibt, also der Spielraum für Studierende scheint geringer geworden zu sein. Ich durfte in drei Studien hineinriechen und ein Stück studieren und dann eine letztliche Entscheidung treffen. Das war also auch im Common Sense und in dem, was politische Botschaft dann später war in den 70er Jahren, war das möglich. Und dadurch sind für mich sehr große Entscheidungen, also sehr große Veränderungen entstanden in meiner Entwicklung, wenn ich so auf den ersten Blick hinschaue. Also die Veränderungen beziehen sich auf Ihre persönliche Entwicklung. Haben Sie auch in der Familie vielleicht irgendeine Veränderungen zu der Zeit wahrgenommen? Naja, in meiner Familie, die nicht unbedingt aus einem bildungsnahen Bereich stammte oder sich organisiert hatte, war viel mehr Verunsicherung zu spüren, was da wohl passiert mit diesem jungen Mann. Dort war ich natürlich konfrontiert mit jenen Werten und Normen, die meine Eltern mitgebracht haben. Und die galt es auch noch einmal zu überwinden. Also es waren mehrere Überwindung war eigentlich der Common Sense auf mehreren Ebenen. Überwindung der eigenen Soziologie, wenn man so will, Überwinden politischen Mainstreams damals und Deutungshoheiten, die da waren. Also die Zeit war noch nicht so weit weg von,
von faschistoiden Strukturen, die dann tatsächlich also in einzelnen Personen ja personalisiert waren, und die Überwindung eines Menschen, der aus sozial eben nicht, also eher aus bildungsfernen Schichten stammte, eine Überwindung der großen Wörter in den Universitäten. Das war mal so ein Roman, die großen Wörter, wo es darum ging, also auch diese Machtausübung von Universitäten zu überwinden. Sehr viel mit Angst, aber auch sehr viel mit Kampf verbunden, was dazu führte, dass wir ja immer, das geht dann schon ins Wir, auch immer wieder politisch, aktionistisch auch tätig waren. Etwas, das ich sehr emotional betrieben habe, weil gerade so die fortschrittlichen, zukunftsträchtigen, linken Orientierungen für mich erst zu lernen waren. Also von der Theorie her, ich habe mich auch sehr zurückgehalten. Ich dachte immer, wenn wir zugeschaut haben bei Versammlungen oder mit dabei waren, waren es immer sehr, sehr viel die Bürgerkinder, die dort das große Wort geführt haben, und Arbeiterkinder und Arbeiter haben wir, ja, waren gar nicht so viel dabei, weil das die Bildungsbereitschaft ist teilweise von anderen Schichten gekommen, aber es hat dann die Verbindung gegeben. Die Verbindung dieser Gruppierungen in bestimmten politischen Ausrichtungen während des Studiums. Und welche Hoffnungen haben Sie zu der Zeit gehabt? Alle. Alle Hoffnungen. Die Welt war offen. Die Welt war offen, also vom Eindruck her, vom atmosphärischen her. Es gab politische Signale, die doch bis zu einem gewissen Grad Mut gemacht haben. Ich möchte es nicht, auch für die Sozialdemokraten schwärmen heute noch davon, von dieser Kreisky-Ära. Da war jemand, der etwas möglich zu machen schien. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber das war sozusagen der gute Geist, war da, und das hat sich niedergelegt, und deswegen war die Welt offen von diesem Gefühl, ich kann eigentlich sehr vieles machen. Und zugleich war natürlich immer wieder auch schon das Thema, wie kann ich selbstständig leben, wie kann ich Geld verdienen, auch während des Studiums. Diese Themen waren da, aber es gab immer Möglichkeiten, bis zu einem gewissen Grad in die 70er Jahre hinein, um das Geld auch zu verdienen. Und durchaus im Studium ein bisschen länger zu brauchen. Also auch das war irgendwie legitim. Haben Sie da noch besondere Erinnerungen an Orte oder an bestimmte Fotos oder an die Musik? Naja, die Musik hat natürlich, ist ein sehr breites Feld gewesen und ist es heute noch und darf auch heute noch sein. Also gerade diese Musik aus diesen Zeiten ist immer noch ein Teil der Kultur, auch der jetzigen Kultur, was natürlich mein Kontinuum erleichtert. Also ich muss mich nicht abhängen oder mich abgehängt fühlen, was den Bereich betrifft. Bilder waren, es gab viele Bilder, sehr viele, sehr lustige und aufregende Bilder, wenn es nächtliche Aktionen gegeben hat, wo irgendwas auf der Uni, wo irgendwelche Plakate an unmöglichen Stellen auf der Uni aufgehängt wurden. Da gibt es ein sehr deutliches Bild, wo in der Nacht eine Leiter, also beim Hauptgebäude an der Uni Graz, wo eine Leiter angelehnt wurde und von dort aus Kletterer ein Stück hinaufgeklettert sind, und da waren so Löwen, und da waren so Adler, und am Schnabel des Adlers wurde also ein Transparent, glaube ich, oder ein Plakat festgemacht,
Also eine Aktion, die aufregend war und die ganz viel positives Lebensgefühl mit sich gebracht hatte. Das ist vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen sehr ähnlich wieder geworden sogar. Und ich bin froh, dass es diese Bereitschaft unter den Jugendlichen gibt, auch auf eine andere als gewohnte Weise an die Öffentlichkeit zu treten, wie es jetzt ist. Also es gibt immer wieder so diese Verbindungen, sodass ich zwar merke, dass, was diesen offenen Raum betrifft, immer noch versuche, bei mir selber zu verteidigen. Es gibt immer Lücken, es gibt Möglichkeiten und es gibt die Auseinandersetzung. Und zugleich ist aber ein Deckel drauf, in der jetzigen Zeit für mich, ein Deckel drauf der Begrenztheit, aber auch politische Begrenztheit und der etwas herauskommen lässt, wo ich gedacht habe, das wird nicht mehr kommen nach einer Zeit, die ich als Jugendlicher gerade am Abklingen gesehen habe, nämlich da gab es rechtsfaschistische Professoren, dieser Herr Paradajkowitsch in Wien, der noch einmal sozusagen die alte ewiggestrige Philosophie oder Politik beschworen hat und auch Macht ausgeübt hat. Und es ist dann langsam verebbt und es ist was anderes gekommen. Und das sehr viel mit Freiheit und Liberalität und einen guten Kampf auch ums Leben, fürs Leben ausgestattet war. Und ich habe nicht gedacht, also ich habe mir damals natürlich überhaupt nicht gedacht, aber jetzt nicht, aber auch jetzt zurückblickend nicht gedacht, dass auch wir jetzt noch wieder damit konfrontiert sind. Und das ist natürlich auch spannend auf der anderen Seite, denn es gilt, sich zu positionieren wieder und zu schauen, was ist jetzt? Warum wählen so viele Leute rechtspopulistisch? Was ist passiert? Was ist los? Haben sich Ihre Hoffnungen von der damaligen Zeit jetzt erfüllt oder hätten Sie sich mehr erwartet von dem Bewegung? Meine Hoffnungen haben sie für mich erfüllt, bis in die jüngere Vergangenheit. Nachdem ich aber Kinder habe und es auch Enkelkinder gibt, bin ich wahrscheinlich wie alle Eltern halt bereit, mir Sorgen zu machen. Weil das eine ureigene Rolle und Haltung ist, der Eltern sich Sorgen zu machen, mehr oder weniger halt, wie dieser Raum in Zukunft verteidigt werden kann. Oder wird der jetzt immer enger oder also da ist, weiß ich nicht, da muss man schauen, was. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht so pessimistisch, was das betrifft. Also letztlich immer optimistisch, weil es für mich immer genug Intelligenz und emotionale Kräfte gibt, die gegensteuern. Und was sagen Sie heute zu den populistischen Bewegungen, zu der Fremdenfeindlichkeit und zu dem Antisemitismus? Ja, ich bin erstaunt. Der Antisemitismus ist für mich etwas, was schwer fassbar ist, obwohl er ganz gut in den Tenor hineinpasst, der jetzt herrscht, weil er so viel Geschichte mit sich trägt und die Aufgabe für mich jetzt ist, diesen Antisemitismus im Jetzt zu verstehen. Was sind die Quellen, die ihm jetzt diesen Antisemitismus hervorbringen? Weil es hat unterschiedliche Quellen in der Geschichte des Antisemitismus gegeben, wobei da immer so der Ursache und Wirkung sich gegenseitig an den Schweif gepackt hat. Es sind ja aufgrund von Einschränkungen
Blüten entstanden im Judentum und Kompetenzen entstanden, die dann wieder mit Neid und mit Hass beantwortet sind. Also es ist ein interessanter Prozess, der sich da immer durchgewunden hat. Es ist interessant jetzt, was sind die Faktoren, die Antisemitismus jetzt befeuern. Und das ist ein sehr komplexes Bild, wieder ein sehr komplexes Bild. Meine Frage ist jetzt noch, wie nehmen Sie auch die Fremdenfeindlichkeit auf wahr? Naja, Fremdenfeindlichkeit, Populismus, das nehme ich am besten, wenn ich also von den Zeitungen, ich bin immer noch Zeitungsleser und die sozialen Medien, die lasse ich draußen, weil mich die ein bisschen überfordern, weil es so viele Informationen einfach gibt. Natürlich ist es schwierig, eine gute Zeitung zu finden, aber es ist auch schwierig, sich von diesem Schutt, der in den sozialen Medien sind, sich abzugrenzen. Das heißt, selektiv und differenzieren. Und selektiv und differenzieren, das ist so das Thema, das die Populisten gar nicht gern haben, gell? Weil man so besser fährt, wenn man schnelle und einfache Antworten, wie man wissen, gibt. Aber über den Beruf ist es für mich spannend, weil ich ja mit Menschen zu tun habe, die nicht so beglückt sind von diesem Leben, was die materielle, aber auch die persönliche Geschichte betrifft. Wenn ich in diesem Ort in der Steiermark, Bezirksstadt, wo ich tätig bin und sehr viele Patienten habe, dann bin ich erstaunt, wie sehr Menschen an etwas anhängen, das, wenn man genauer hinschaut, nicht zu ihrem Vorteil gereicht. Und damit meine ich sehr viele halbkranke bis ganz kranke Menschen. Ich nehme extra diese Begriffe, die in Rehabilitationsmaßnahmen gebracht werden, die 20, 30 Jahre körperlich schwer und auch stressig in Fabriken und sonstigen Betrieben gearbeitet haben, die aufgrund dieser Arbeit, aber auch aufgrund von ganz persönlichen Krisen im Leben, Kriegsflüchtlinge aus Bosnien zum Beispiel, nicht mehr, also rausgefallen sind aus diesem Arbeitsprozess und mit sehr, sehr wenig Geld und Unterstützung abgespeist, naja, unterstützt werden, bleiben wir wert, einigermaßen wertfrei. Und auch Mindestpensionen nach 30, 40 Jahren mit von mir aus 1200 Euro längst nicht das abdecken können, was ein halbwegs würdiges Leben mit sich bringt, obwohl die Leute ganz, ganz lang gearbeitet haben. Und jetzt aber ganz, und ich rede sehr, sehr privat mit diesen, ich habe sehr viel Zeit für Patienten, das ist einmal schon der erste Vorteil. Und ich habe, glaube ich, Vertrauen. Oder Sie haben ein Vertrauen in mich und ich habe ein Vertrauen in dem, was Sie, wie Sie sich präsentieren. Und sind bereit, rechtspopulistische Parteien zu wählen und ihren Unmut, ihre Not, ihren Hass, ihre Wut, ob dieser Ungerechtigkeit dorthin zu platzieren, wo spekulativ von diesen Parteien oder von dieser Partei, können wir auch schon mal sagen, von dieser Partei, dass dieses Theater ja vorgespielt wird und die Menschen dort sich einfinden und meinen, das ist ein großer Körper, wo man sich artikulieren kann und wo man auch auf eine Verbesserung hoffen kann. Faktisch gibt es aber von der populistischen Seite hier wenig Antworten und wenig soziales Bestreben, tatsächlich hier eine Veränderung durchzuführen. Und ich bin aber erstaunt, dass, wenn es so Mikrodiskussionen gibt, wir haben ja kein politisches Seminar in der ärztlichen Auseinandersetzung,
sondern kurze Gespräche, dieses sich nicht auf diese Differenzierung und auf dieses Genauschauen hinbewegen wollen, sondern dort ihr Heil finden, wo gewisse Emotionen gut aufgehoben sind. Was würden Sie sich in dem Zusammenhang mehr wünschen für die Arbeit, das Land? Ja, also schon witzigerweise, interessanterweise geht es mir darum, dass ich, wenn ich es jetzt dann personifiziere, dass mir ein Stil von einem grünen Politiker oder vom Spitzenkandidaten insofern gut gefällt, als eine Sprache gesprochen wird und auch eine gewisse Lockerheit und vielleicht auch Schnodrigkeit angeboten wird, aber in Kombination mit relativ klaren und differenzierten Aussagen. Also mir geht es schon darum, also auch diese Menschen auf der sprachlichen Ebene, auf der Ebene dieser Kulturen einzufangen, wie es die Rechte sehr gut gelungen ist, aber mit einer Verbindung hin zum Differenzierten. Also die bildungsorientierte Differenzierung, glaube ich nicht, wird, dass die wirklich ankommt bei einer großen Gruppe von Menschen, sondern das ist die Verbindung mit tatsächlichen Lebensthemen, mit einer Sprache, die verbindend ist. Man spricht sehr oft also von dieser sogenannten authentischen Sprache. Damit ist für mich gemeint, dass jemand sich offen zu seiner Anschauung bekennt und sie weiterbringt und sich selber auch damit meint. Das ist für mich authentisch. Und wenn das rüberkommt, dann glaube ich, dass es eine Verbindung gibt und ein Nachdenken. Ja. Aber natürlich ist, ob das jetzt dann populistisch wieder ist oder nicht, wenn eine sozialdemokratische Partei einen Mindestlohn von 1700 einfordert, dann denke ich mir, das ist auch eine Antwort darauf. Welche Enttäuschungen gab es aus Ihrer Sicht für Sie persönlich in Ihrem Land und in Europa? Die größte Enttäuschung ist die in jüngster Zeit entstanden, dass die Menschen bereit sind, auf Oberflächlichkeiten abzufahren, wie ich es mir nie gedacht hätte, dass das passieren könnte. Also damit meine ein bisschen so eine gängige Politik, die in den letzten 1,5 Jahren zum Beispiel auch stattgefunden hat. Unglaublich, wie man Bevölkerungsgruppen, große Bevölkerungsgruppen einfach ruhig stellen kann. Nur mit dem Hinweis, dass man die Konflikte nicht öffentlich austrägt, sondern dass man das gut im Hintergrund bewerkstelligt und so weiter. Und dieses sogenannte Ruhebedürfnis von Menschen, das stört mich am meisten. Ist nicht eine große Enttäuschung, aber so diese wunderbare Betrachtung dieser jetzigen Übergangsregierung, die ganz positiv beschrieben wird und auch erlebt wird, auch von mir ein Stückchen, weil sie so unaufgeregt dahin arbeitet. Aber auf der anderen Seite, das, was so breit ankommt, ist, dass es in Ruhe und in Gemütlichkeit fast abgeht und die Leute ja nicht so viel aufgeregt werden. Aber das ist ein bisschen ein Wundern fast, oder enttäuschtes Wundern, so in die Richtung, dass das möglich ist. In sogenannten aufgeklärten Gesellschaften wie in Europa. Das ist das, ja. Zeigt ja auch einen Gegensatz zu der Zeit in 68, oder? Naja, da war es schon aufregend, sehr aufregend, obwohl ich oft gar nicht genau gewusst habe, als junger Mensch, worum es überhaupt geht. Aber es war aufregend und auch politisch aufregend und es hat was mit meiner Zukunft zu tun gehabt. Und vieles war einfach emotional verarbeitet, schon diskutiert und dann, aber ich war so kein großer
Diskutant, was so politische Ideologien betrifft. Das war mir immer ein bisschen zu anstrengend und ich habe dem nicht getraut. Zum Abschluss möchte ich noch gerne von Ihnen wissen, welche Wünsche haben Sie jetzt für Ihre Stadt und für Ihr Land in Zukunft? Für die Stadt Graz, wo ich doch immer gelebt habe, dass es sowas wie ein zukunftsträchtiges Gesamtkonzept gibt. Ein Gesamtkonzept, das nicht nur aus einzelnen Elementen besteht, die teilweise isoliert voneinander dastehen. Ich schätze sehr die Entwicklung im Westen der Stadt mit diesen Wohnzentren und mit diesen anderen Zentren, die dort eventuell entstehen werden oder schon entstanden sind. Aber das Zusammenführende, wofür Graz steht, das würde ich mir wünschen, dass das irgendwann einmal so ein Stückchen, dass es was Verbindendes gibt und dass sich sehr viele Menschen darin identifizieren oder wohlfühlen können. Ich bleibe natürlich sehr jetzt theoretisch, aber dass es viele, viele Räume gibt, wo Menschen auch auf unkonventionelle Art zusammenkommen und ihren Platz finden, wo ein Austausch stattfindet. Ja, ist undifferenziert, aber es ist ein Wunsch. Welche Erwartungen haben Sie oder Wünsche an die EU? Ganz viel, ganz, ganz hohe. Hohe, viel, viele Erwartungen, hohe, weiß ich nicht. Ich möchte es fast mit der Sprache meiner Tochter sagen, die 30 Jahre alt ist, die so auf mich übergesprungen ist, wie diese Brexit-Geschichte begonnen hat, dass es sowas wie eine Traurigkeit gegeben hat. Nicht der Wut und nicht der Ärger und nicht der Abwertung, sondern tatsächlich eine Traurigkeit, dass etwas Großes auch zerbrechen kann, was sich langsam erst so richtig entwickelt. Und für mich heißt es so ein Entwicklungsraum. Ein Entwicklungsraum, wenn ich ganz hoch greife, dann ein Entwicklungsraum für die Welt auch ein bisschen, in der Standards herrschen, die mühsam erstritten und erarbeitet werden müssen. Und ich habe nichts gegen Diskussionen und wilde Auseinandersetzungen mit einzelnen Staaten. Es geht darum, dass man diese Auseinandersetzungen führt. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass es doch immer wieder auf eine andere Ebene, auf eine höhere Ebene dann Lösungen gibt und eine Bereitschaft, hier zusammen zu sein. Also für mich ist, obwohl ich wenig Sprachen spreche, ist es für mich ganz schön zu sagen, ich bin Europäer, ganz schön. Schon die Region Österreich, die gefällt mir schon auch, aber es gefällt mir auch andere. Aber dieses Gewohnte und dieses sich ein bisschen Auskennende, das habe ich schon mit der Region Österreich oder mit diesem Heimatgedanken schon irgendwie verbunden. Aber ich mag auch gern mich erheben ein bisschen und sagen, ich bin Europäer. Und das ist ja schön. Sehr schön. Dankeschön.